Jo, hallo zusammen, was geht ab? Euer Let's Go wieder am Start mit der heftigen Unterstützung von Gary oder Garrett, Niklas, Annie und Orca alias Tom. Und ich zeige jetzt mal die richtig geile, super heftige Base, die wir in 2 Wochen aufgebaut haben. Wir hatten ein bisschen Hilfe hier von den Kollegen, beziehungsweise auch von anderen Clans, das will ich gar nicht verschweigen. Wir spielen auf dem PvP-Server, weil PvE oder Private-Server, das können die Weicher spielen. Wir spielen hier richtig hartes PvP. Und ich zeige euch jetzt kurz mal die Base und ihr seht schon, ich habe Granaten unten ausgerüstet, das heißt, wir werden jetzt auch, wir haben jetzt 17:52 Uhr, also in-game natürlich, wir werden jetzt in der Nacht einen der größten Clans hier raiden, die uns immer so ein bisschen geärgert haben, auch Viecher von uns gekillt haben, etc. pp, also da haben wir uns schon ein bisschen so Scharmütze geliefert und heute werden wir die komplett zerstören. Und ich führe euch jetzt mal ein bisschen durch die Base, ihr könnt auch mal Hallo sagen, wenn ihr wollt. Hi. Moin. Hallo. Genau, so sieht es aus. Also unser Fuhrpark bzw. ein Dinos sieht schon sehr, sehr gut, wie man sieht. Also wir haben uns auch heute, nee, gestern, nee, heute war das, ne? Im Rex. Heute und gestern zwei Rexe getötet insgesamt. Genau. Okay. Das ist also Big Lady, Big Mama und Big Boss. Gut, das Bino, der ist ein Scheißdreck, den haben wir geschenkt bekommen. Der hat übrigens Level ab. Den nehmen wir jetzt auch nicht mit beim Raid. Genau, wir haben hier, das zeige ich aber euch gleich von oben, das sind 3 Behemoth-Gate-Reihen. Der Spot hier auf der Karte ist natürlich extrem nice, wie man sieht, mit den Bergen, die man auch nicht abbauen kann. Und dadurch brauchen wir natürlich viel weniger Ressourcen, also sprich, was Behemoth-Gates betrifft, im Brandung. Genau, Türme, wie ihr seht, haben wir jetzt an der Zahl 7 Stück, jeder so mit gut 200 Schuss drinnen. Die sind auf hohe Reichweite ohne Warnung. Wenn ihr einer drüber fliegt, der kriegt direkt quasi mal eine passende Antwort. So, hier mal jede ganzen Viecher, Vögel, da mal noch Dilos ohne Ende und Trike und Säbelzahntiger und die Dodo-Armee haben wir auch noch. Dann zeige ich euch das mal von außen. Also, wir haben ja quasi alles komplett ummantelt. Wir haben aktuell 3 Wolts oder Fools. Korrigier mich, Tom. Wolts. Hier mal einen. Aber ich sage euch natürlich nicht, auf welchen Server wir spielen, ist ganz klar. Weil sonst wüsstet ihr jetzt hier, wo es ist und wo die Schwachstellen oder potenzielle Schwachstellen sind. Also hier ist auch ein Bolt. Bolt. Genau, und hier ist der dritte. Und hier ist quasi dann der Eingang zu unserer Mainbase. Also hier den Tower habt ihr schon gesehen. Auch komplett aus Metall mit entsprechendem Generator drin. Also hier müsst ihr auch noch drin sein. Genau. Kannst du mal den Turm kurz hochklettern. Dauert ja noch 2 Minuten. Ja, genau, das machen wir auch gleich. So, hier geht's rein, Tür. Also sprich, den Tribes, die hier angreifen wollen, das richtig schön schwer machen. Dann hier die Verwirrung, welche Tür nehme ich links, rechts? Aber links, wenn die links langlaufen, werden die von der Dodo-Armee zerfetzt. Also sollte man eher nach links gehen. Hier geht's weiter, hier geht's quasi ins erste Stockwerk. Ist schon mehr so ein bisschen Industrie hier. Wir sind mal gerade, oder waren schon ordentlich am Produzieren, wie man hier in den ganzen Wortampeste sieht, etc. pp. Hier geht es dann nochmal ins Hof, wo halt unser Fabricator steht und den Industriegrill, Kühlschrank, bla bla bla. Genau, wir haben auch schon eine Klimaanlage gebaut, aber ich glaube, draußen war das eher suboptimal, weil das nicht wirklich was bringt, wie ihr hier oben seht. Also die werden wir auf jeden Fall noch in die Base ziehen. Und falls ihr euch immer unsicher seid, wie viele Outlets ihr bauen sollt, also hier auch, wie man sieht, die Reichweite von denen ist wirklich extrem hoch, also sprich das Verbinden mit dem Generator bzw. im Outlet, also in der Regel reicht da immer eins aus, wenn man es nicht allzu weit wegbaut. Genau, das ist unser Abwehrturm, also weil wir hier drin ja relativ blind sind, sprich wenn uns jemand angreift, dann klettern wir dort hoch, zu zweit, zu dritt, je nachdem, und haben halt zum einen super geile Übersicht und zum anderen können wir halt dann Spieler, die auf den T-Rexen sitzen, bzw. wenn die mit Vögeln kommen, halt die Vögel wegsnipen. Oben ist auch eine Kiste mit Munitionsvorrat, falls oben mal die Schüsse ausgehen, dass man dann auch ein bisschen Muni hat. Wenn man mal stirbt, sind oben ein paar Betten, damit man direkt respawnen kann. Genau, das hätte ich jetzt auch gleich gesagt. Ich bin aber noch nicht oben, weil es dauert. So. Genau, und hier hat man halt super Aussicht. Jetzt ist es halt leider ein bisschen neblig gerade. Aber es macht nichts. Das heißt, man hat hier eine 360-Grad-Sicht. Hier ist die Kiste. Sind jetzt nur 23 Schuss drin, aber besser 23 Schuss als gar keine hier oben. Und die Base, die wir angreifen, die ist quasi... Das sieht man jetzt gar nicht, oder? Wo ist denn das Tal hier? Hier, in die Richtung beim roten Obelisken. Die nennen sich Imperium Leech. Und das sind so bescheuerte Franzosen, die meinen, die wären hier die Serverpolizei. Und denen werden wir jetzt mal zeigen, wer hier die wirkliche Polizei ist. Und die haben uns auch schon ein paar Mal angegriffen. Also, beziehungsweise wir haben die schon angegriffen. Wo wir die angegriffen haben, also ein bisschen geärgert. Da haben wir halt einen Peter, wie sagen wir mal Peter, dieser Peteroradon-Saurier, 2 Brontos gekillt und 2 Säbelzahntiger.
Und dann waren wir gerade ein T-Rex am Zähmen, dann meinten die, ja, sie müssen uns da ein bisschen ärgern. Auch total verplant angegriffen, da war dann auch noch ein T-Rex von denen gekillt und noch ein Greifen gekillt und so die Spieler auch getötet. Also alle Aktionen, die jetzt bis jetzt gestartet haben, waren eigentlich total für die Katz, weil die eigentlich nur verloren haben und an Dinos und uns eigentlich nur Stuff gegeben haben, weil die ja natürlich auch gestorben sind. Genau, dann zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal gleich von oben, wenn ich hier runtergeklettert bin. Genau, und das Ganze, wie gesagt, also alles, was ihr hier seht, also wir haben vorher auf einem US-Server gespielt, aber auch aufgrund vom Ping und den unterschiedlichen Spielzeiten zwischen EU und US war das einfach nicht mehr das Wahre. Und das ist jetzt ein EU-Server, auch mit deutlich besserem Ping. Das ist hier genau ein Vogel davor, könnt ihr mal einer kurz wegtun. Habe ich dir extra hingesetzt, damit du hochfliegen kannst. Ja, ich kann nicht einfach drauf? Nicht draufsteigen. Nee. Genau, und hier oben, da ist natürlich auch Angriffspotenzial rein theoretisch. Das zeige ich euch jetzt mal von oben. So, wie ihr hier oben seht, das sind immer drei Behemoth-Skelette rein und wir haben hier oben alles voller Metal-Spikes natürlich gemacht, weil Holz-Spikes für den Arsch sind. So, dass halt hier oben nicht irgendeiner landen kann und unsere Base schießen kann. Beziehungsweise die Türme sind auch so positioniert, dass wenn jetzt rein theoretisch die drei Behemoth-Skelette rein weggesprengt werden, was schon extremst aufwendig ist, dass dann gleich 7 Türme halt in alle möglichen Richtungen ballern, beziehungsweise wenn hier einer drüber fliegen will, dann kriegt er gleich von 7 Türen in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Genau, und das ist halt hier komplett, wie gesagt, wie ihr seht, mit drei Behemoths geht rein und jede potenzielle Landestelle hier oben auf den Bergen wurde halt mit Spikes entsprechend ausgestattet, dass man halt hier unmöglich irgendwie landen kann. Natürlich können sie Granaten draufwerfen und dann landen, aber dann haben sie schon mal weniger Granaten dafür, überhaupt Schaden an der Base oder was auch immer zu machen. Also es gibt keine Base, die unraidbar ist, aber so wie ihr seht, die Base zu raiden ist schon ja, sehr abenteuerlich und extrem aufwendig und wir sind auch noch lange nicht fertig mit der Base, also kommen noch deutlich mehr dazu. Also hier oben drauf kommen zum Beispiel noch Spikes, vielleicht machen wir noch eine vierte Behemoth Gate Reihe, mal gucken. Und ja, ansonsten müssen wir uns halt nur überlegen, also wir werden auf jeden Fall noch mehr Türme machen, also dass wir so 10 Türme insgesamt haben und genau, das ist es dann eigentlich. So, und wir springen jetzt dann auch gleich in den Raid, weil wir laufen jetzt gleich los. Und wenn es dann startet, dann seid ihr auch wieder mit dabei. Also, bis gleich. Okay, Leute, der Raid geht los. Wir haben auch schon auf die Geschosse. Das ist aber eine schöne Brücke. Anna. Was für auf die Vögel? Und. Okay, hier rechts. Vorsicht, hier sind Löcher. Ja, erstmal scheißen, hier rechts. Was war denn für ein Level der Vogel? 108. Okay, den wollten wir zähmen. Nix zähmen. Ich muss Stamina. Bringt schon die Wand weg. Hier, da seht ihr die ganzen Behemoth Gates hier, da müssen wir rein. Oh, sind hier ein paar, ne? Muss halt eben Starren da drauf achten. Oh, Niklas, Niklas Alter, hört doch auf, Granaten zu werfen. Ich mach das doch. Passt schon. Ich hab gesagt, ich mach die. Okay, warte. Hat die wohl schon okay, Angst? Rein, ne? Da. Ich weiß jetzt nicht, wo welches Tor ihr wollt. Das ist in der Mitte, da, in der Mitte. Komm auf das hier. In der Mitte. Hier einfach drauf vor. Werf einfach drauf. Alter! Jag mich hier nicht in die Luft, ganz ehrlich. Ich muss weiter weg. Geht das auch mal? Kaputt? Ist das für ein Behemoth-Gate? Jemand wirft die ganze Zeit voll Fehlgranaten. Explodieren voll weit hinten. Moment, das Gate hat noch 4700 HP. Jemand wirft die ganze Zeit nicht die Granaten auf die Tür. Da ist ein T-Rex, ne? Der kommt schon durch die Tür. Ja. Ist down, oder? Ja, und auf die T-Rex zurück. Und voll drauf. Geht rein, geht rein. Wo ist man? Da. Alter, what the fuck? Was ist das für eine Lagerhalle? Drauf, auf die T-Rex. Okay, da.
Ja, meiner ist halbes Leben habe ich noch. Ein 148er 10 war gut, Alter. Kurz weg, ich bin Hälfte down. Ja. Bin auch gleich down. Wow, ich werde abgeschossen. Alter, das sind zu viele Viecher, Mann. Ja, ich muss auch mal kurz zurückziehen, ich kann ausdauern, ja. Vorsicht, irgendeiner schießt. Ja, ich nehm. Tower schießt, der Tower. Oh Gott. Der lässt den Tower, der schießt gegen das Behemoth hier vorne. Alter, das bleibt noch. Viele Viecher. Ja, ihr müsst mir mal helfen. Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Ich hab nur noch... Lauf mal weg. Also, lass mich hier raus, ihr Viecher! Ja, jetzt bin ich... Das wird nichts. Ja, geht ich mich raus, geht raus. Alle drauf da jetzt, oder was? Ja. Okay. Ja, ich will doch kein... Also der T-Rex ist fast down hier. Lass zurückziehen, Leute. Lass zurückziehen. Weg. Okay. Was mit unserem T-Rex? Down? Ja, ein T-Rex down. Lebst du noch? Ja. Alter, wie Viecher. Ich hab jetzt nicht mit so einer Horde gerechnet. Ja, das ist echt übertrieben. Weil der Tower schießt noch. What the fuck? Ah, lass ihn mal schießen. Ey, die Viecher können. Ja, ein paar Viecher sind noch hinter euch. Kleine Dilos. Ja, die können wir doch eben klatschen, oder? Ja, macht doch schnell. Sind direkt hinter euch. Der T-Rex ist so low, ne? Hier denn? Ja, der hat noch 10.000. 10.000 passt da noch. Ja, aber das wird voll low angezogen. Meiner hat noch 8.100. Hier kommt noch ein Kühler, was ist jetzt zu viel? Ach, trug da. Wir kommen her, Sascha, hier. Fleisch. Hier ist noch ein Dilo, hier an mir. Was ist das mal? Komm. Ich sieh nicht. Ja. Zu den. Oh. Treff ich den? Ja. Sterben nicht, die Viecher. Ja, das sind von denen die Viecher hier. Alter, was? Wie krass ist denn das scheiß Ding? Ist das für ein Dino? Wahrscheinlich nur auf HP gezogen, ich weiß es nicht. Mann. Junge, ist das krank, was die da drin haben. Haben wir den überhaupt... Also ich weiß, dass wir den 140er Sabertooth gezogen haben. Ey, was ist das für ein 123. Ja, helft doch mal beim Stego hier mit. Ach, Stego. Ja, ich bin sofort da. Ich muss mal weg. Stimmt nicht. Du musst nicht sterben. Nee, es muss nicht. Irgendwer schießt. Der hat gerade, glaube ich, auf mich geschossen. Der versucht mich, glaube ich, vom Sattel zu... Nein. Ich hab ihn gegrabt. Ja, kill ihn. Der fliegt zu euch, ich flieg zu euch. Ich seh fast nicht. Bei mir. Ja, lass den hoch. Flieg hoch. Nee, schieß. Schlag einfach zu hier. Schlag zu an mir. Ich seh ihn nicht. Da, bei Niklas dran! Hier bei mir dran. Oh, da. Niklas hinten. Hat den gegrabt. Ich lasse fallen. Irgendwo auf dem Boden. Fallen lassen wir keine gute Idee. Keine Ahnung, wo das ist. Ja, auch nicht. Ja, fallen lassen wir echt scheiße. Warum nicht einfach hochgehoben und dann tot? Ja, jetzt blockt ihr mich hier. Na, super. Jetzt ist hier irgendwo ein Irrer um uns herum. Wo? Oh. Wird von irgendwo abgeschossen. Ja. Ich denke mal, das ist wirklich ein Moment, der ich jetzt überhaupt nicht mehr leiden kann. Ah, hier hinten ist er, ich hab ihn. Wo ich lang noch? Ah, nee, das ist... Gernis. Ja. Ich muss mal kurz stehen bleiben, ey. Der T-Rex hat schon 5 Stunden keine Ausdauer mehr. Ja, wenn ihr zu dumm wart, den zu treffen. Ja, du bist viel zu hoch geflogen, ich konnte den gar nicht hin. Es ging nicht anders. Ja, dann war aber auch nicht.
Ja, jetzt werd ich werde hier die ganze Zeit abgeschossen. Der fliegt, versteckt sich halt erstmal irgendwo. Also ich muss allgemein erstmal irgendwo verstecken. Oh mein Gott. Der hätte einfach bis zum Tod weiter drauf gehen müssen. Ja, ich hatte jetzt keinen Bock. Aha, ich wurde jetzt auch gerade angeschossen. Ich auch. Ja, der ist hier irgendwo. Keine Ahnung. Die Schüsse kamen glaube ich von rechts irgendwo. Weil es auf meiner rechten Seite eingeschlagen ist. Vom Berg oder was? Ja, bei dem steht einer am Tor. Da kommt irgendwie ein T-Rex an. Ach du Kali, gefallen. Hallo T-Rex. Oh! Ja. Wow, wow, wow. Ja. Auf den drauf. Alle drauf, auch du Anni. Oh mein Gott. Versuch den da hinten weg zu. Oh, ich bin fast so gut wie tot. Ja, lauf nicht. Wo? Bahn wegen diesem Scheißbaum riesen. Das Ding blutet nicht. Oh, doch ein bisschen. Das ist bestimmt auch ein Dino von denen, oder? Ja. Okay. Ja, ich geh doch drauf und ich werde auch angeschossen, das merke ich. Ja, das steht. Alter, wir müssen hier. Ja, ich kann nicht mehr drauf, ich bin sonst. Dann lass uns mal verpissen hier. Ja. Ich hab's einen Sattel. Hier kam ein Vogel runtergeknallt von dem, der ist auch tot. Ja. Hier liegt noch der Sattel und so. Ja, hilf mir auf, wir müssen uns jetzt verpissen. Ja, lass mal hier nach links hochlaufen. Scheiße, Mann. Gerrit, wo bist du? Achso, da bist du. Hast du das gesehen? Ne? Genau wo wir reingekommen sind, da liegt einer. Ja, dann hat es nicht weg. Kommt T-Rex von hinten. Von unserer Base aus. Das heißt, wir müssen uns. Hä, wo lang jetzt, Alter? Wir sind voll am Arsch. Ja, das hier links. Zurück andere Richtung. Hier lang. Ich hab keinen Stamina. Ich auch nicht. Meinst du, ist wer anders, der den hilft? Ist da überhaupt jemand drauf? Kommt zwei T-Rexe. Ja, hinter euch, hier links ist auch noch ein Typ. Ja, lass hier rein einfach. Lass hier gerade hoch. Ich regeneriere halt fast keine Stamina mehr. Hier sind T-Rex, kommt. Zwei T-Rexe sind hier. Ja, wir müssen irgendwie so in den Wald rein, dass sie uns nicht mehr sehen. Ja, lauf hier links lang hoch, einfach im Berg entlang. Da scheiß fucking Steine. Jetzt werde ich wieder von irgendwo abgeschossen, ja, der Vogel ist jetzt tot. Ja, lauf, flieg doch einfach mal weg. Ja, mach ich doch! Ganz weit weg. Ja, okay, ich habe noch 10 Leben. Jeden schon beschissenen Schuss hitten, ist doch nicht normal. Frank, wie viel? Der Vogel hat 4000. Tief, flieg tief in den Wald einfach wo rein. Ich bin oben auf dem Berg. Sehe halt nur nichts. Ich sehe auch nichts. Ja, mein Bildschirm ist total rot. Ja, meiner auch. Wie tu? Oh, schwarz. Ja, die sind alle on. Hab ich euch doch gesagt. Wachten nur da drauf. Der kann nicht, ich hab doch geschaut. Ja. Wir haben ja nicht mehr so raus. Spasten, die haben den ganzen Tag gewartet, bis wir die angreifen. Das ist einfach, denke ich mal, viel zu viele Dinos gewesen am Anfang. Mhm. Also. Da waren drei. Nein, ihr hättet einfach drauf gehen müssen, die wären irgendwann gestorben. Ja, ich war schon so low, das ging nicht, glaub ich. Der Spino beispielsweise, der hat auch, ich weiß nicht wie viel, 20.000 oder so mehr, der hat. Ich bleib hier einfach mal im Wald stehen, weil ich sehe gar nichts. Nicht, dass ich irgendwo runterfahre. Wo seid ihr denn? Ich weiß nicht, wo ich bin gerade. Ich bin Richtung auch auf dem Berg hinter ein paar Bäumen. Ah, ich lauf Richtung, ich bin gleich beim roten Obelisken, da bin ich. Ich weiß nicht mal, wo das Scheißding ist. So, let's go, see. Ich bin ganz oben am Boden. Ja, die joinen jetzt alle hier, Script House und so. Das sind die. Lass einfach zurückziehen jetzt. Ja, hier, ich hab dich gefunden, Tom. Ja? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin nicht alleine. Ja, wie sollen wir jetzt zurücklaufen? Müssen wir ganz außen rum. Ich weiß gar nicht, wo ich hier lang soll. Ich laufe hier den Berg hoch und runter einfach. Ascha, die haben außerhalb hinter der Ameise zwei oder drei T-Rexen gewartet, bis wir die angreifen, ne? Echt? Aber ja, wir haben den insgesamt mehr abgezogen. Von hinten.
Wir haben den aber insgesamt mehr ab. Ja, versucht einfach das alles überleben. Wenn ja, wir das jetzt überleben, dann ist alles okay. Ist schlecht. Da ist gerade ein Vogel geflogen oder sowas, ne? Ja, das kann auch ein Random sein. Natürlich, also, kann. Ich bin oben auf dem Berg. Ja, das Problem. Ja, dann was, Niklas. Pass auf, hier Klippe, ne? Ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen. Ihr seid scheiße. Oh, das ist viel zu hoch. Ja, geh mal runter in den Wald, bitte. Also aber pass auf, hier kommst du nicht runter. Ich lauf hier lang. Ich glaub nicht, dass wir hier... Das ist doch irgendwie komisch, oder? Die MPR. Also, Alter, weil... Da stehen mindestens 200 Stunden in den... Vorsicht, komm mal hier langsam runter. Ja, ich hab, wie ich es gesagt habe, die haben die ganze Zeit gewartet, bis wir die angreifen. Einer war on und dann haben die was gemacht. Oh, hier ist noch ein Gehege. Ach du Scheiße, bitte nicht. Ja, komm einfach mit. Versucht einfach zu Base zu laufen. Oh, wir hatten noch 300 Leben, ne? Force wird den hier noch ordentlich. Von wem ist das denn hier? Warte, bleib mal eben hier. Ja. Oh, ich sehe nichts. Ich weiß halt nicht, wie ich jetzt hier zurückkommen soll. Das ist mein Problem gerade. Doch, mal schauen, aber da. Dash ist das. Aha. Ich denke mal, die sind alliiert mit dem. Gehe ich mal stark von aus. Mit wem? Ja, mit dem Imperium. Ja, komm mal hoch, wenn die so nah dran sind. Kontos oder was? Oh. Ja, ich glaube, das waren Kantos, die da kamen. Die kamen aus der Richtung von der Kantos Base. Ja, wir haben dann auf jeden Fall gut was abgezogen. Ja. Ich hab noch 3 Granaten. Ich hab glaube ich noch nicht. Irgendjemand hat wirklich die ganze Granaten verschwendet. Irgendeine Native ging 10 Meter vor der Tür. Das habe ich auch gesehen, aber meine Kante nicht gewesen, da war meine immer auf dem Boden erstmal aufgeschlagen. Oh, ich komme hier nicht durch. Okay, nein, die schlagen nicht wirklich auf den Boden, die stoppen sofort. Ja, Niklas, komm mal zum Berg, wo der rote Obelisk ist. Ich hab 300 Leben. Okay. Ja, dann könntest du den Ding halt graben, weil der die ganze Zeit laufen muss. Ja, das passt schon. Aber es ist einer mehr auf dem Reife, ist das hier? Nicht ich. Ab. Ja, das aber mehr abschießen. Zwei, drei Spieler schießt. Gewesen sein, wenn sie den Greif so schnell down geschossen haben. Schieß drauf. Oh. Ich seh nur Gras. Als Mücke, Alter. Du fehlst jetzt, echt. Oh Gott, hier ist eine Klippe, aufpassen. Ja, ich hab Stampel. Was macht der scheiß Rex, der behindert? Soll ich einen Spino holen? Nee. Ach du heilige Scheiße. Ich hab jetzt voll fett Stampelt. So, Rosa? Könnt ihr mich... Könnt ihr mich noch hören? Ja. Okay, lass mal weiter weglaufen. Ah, scheiße, ich muss das Spiel neu starten. Wieso nur Läufer, ne? Ah, Gott sei Dank hat sie wieder gefangen. So. Ja, lass uns hier links hoch. Okay, links. Die hatten wirklich die ganze Zeit den PC an. Seht ihr echt, dass das Kantos war? Ich glaube nicht, dass die ihnen helfen. Die letzten Male auch nicht geholfen. Doch, das war Kantos. Das waren 3 T-Rexen. Ja, aber vielleicht werden die auch zufällig. Komm hier einfach hoch. Ja, ich stecke hier wegen den Steinen. Ich sehe hier fast gar nichts. Deswegen kann ich nicht laufen. Also, ich wäre echt mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja. Einfach Richtung blaue Obelisk laufen. Ja, wir müssen erstmal hier von dem Roten wegkommen. Ich muss nur gucken, wo der Typ ist. Wo bist du, Gerrit? Ich bin hinter ihm. Okay. Ich muss kurz Stamina regen. Schau immer so, da ist er wieder. Au! Oh. Hier rechts, hinter dem Baum. Hier. Da rechts. Hier, wo ich hinguck. Boah. Hier. Das war skillermäßig. Komm hier nicht hoch. Ich komme auch nicht rüber. Das heißt, ich mach rechts vorne eben sehen. Weg. Scheiße, pass auf! T-Rex! Kannst du ihn einfach filmen? Ja, der T-Rex ist verloren. Auf. Lauf einfach. Das sind die Kantos. Ja. Schaff's. Also Kantos auch auf Abschussliste oder was? Ja, der hat doch nicht. Fuck, die haben jetzt meine Granaten. Ich werf die Granaten einfach weg. Also ich kenne den Weg nicht, ne? Ja, ich sterb jetzt, ich werf die ganzen Granaten. Schiffe? Alter, die wollen uns doch alle verarschen, Mann.
an der Ecke, wo wir langlaufen müssen, klippen. Läuft einfach. Geh zu unserer Base und guck, was da los ist, ne? Ich ja, jetzt müssen wir nämlich. Ich bin höllisch aufpassen. Und ich glaube, 10 MG-Geschütze ist nicht übertrieben. Die brauchen wir, glaube ich, auch jetzt. Oh Gott. Hast du noch gut HP, oder? Ameisen greift mich an. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, so ungefähr 5 Minuten von der Base weg. Die sollten uns nicht mehr so einfach kriegen. Ah, oh, das passiert mir immer wieder. Ja, wir müssen halt jetzt nur gucken, auf keinen Fall am Strand lang. Ey, yep. Wir hätten wirklich nicht bis zum Tod kämpfen können. Vor allem, wir wären gesandwiched worden, aber bis aufs Übelste. Scheiße. Ja, man muss es halt vergleichen, ne? Was haben wir jetzt gerade verloren und was haben wir verloren? Wir haben doch davor schon Agentabis und Rex verloren und so. Ah, das sind richtige Nullwerkkinder, Alter. Bei dem, was die da stehen haben. Töten? Ich wundere das, was die nicht poppt. Wenn der mal einen stirbt. Naja, wie gesagt, ich fand das schon richtig krank, Alter. Also. Als ob die denen helfen würden, Mann, das ist richtig behindert. Ja, müssen wir die Kantos down machen. Wie gesagt, bis zum morgen früh um 8 Uhr die raiden. Wecker stellen, Leute. Ja, ich hab so viel Granaten weggeworfen, wie ich konnte, ne, aber die paar haben die jetzt bekommen. Also ich hab noch 3 Granaten. 17 hab ich noch. Ich hab auch 17. Ja, dann passt's. Ich hab die ganze Zeit geworfen. Das ja, ist keine Ahnung, kriegen. Wo wir sind einfach vom Boot und wir laufen jetzt parallel im Wald zum Strand. Aber gesagt, ich war hier noch nie. Ich auch nicht. Halt einfach mal gucken. Einfach bitte noch blau irgendwie. Ist das denn nicht der blaue? Das kann gut sein. Gibt's auch einen weißen? Nee, es gibt nur blau, wir wussten das grün nicht. Oder rot. Das ist nur warte mal, guck mal mit Fern. 15.000 Uhr aufbleiben und dann irgendwas hin. Wo ist mein Fern rumhin? Ach, ich glaube, es leckt wieder. Hä? Warum kann ich mein Fernrohr nicht ziehen? Ich glaube, das ist der blaue. Meine Dingens sind verbuggt. Ich kann keine Waffe ziehen, gar nicht. Das ist nicht schlimm, lass einfach weiterlaufen. Keine Stamina mehr. Skill, den Arc braucht man auch Skill. Ja. Nun ja, oder einfach nur eine Menge Zeit. Wo benutzen wir den Bug? Ich glaube, wir sind richtig dumm. Das wäre geil. Haben wir noch eine Map Awareness? Woher wussten die das jetzt mal ernsthaft, vor allem, dass die Kantos dann auch noch sofort parat stehen? Ja, wo sind wir? Kein Plan. Kannst du dir mal erklären, dass wir eine riesige Base haben? Oder sprich, eine verdammt stabil.
Toll, hier steht einfach ein Volt. Volt. Wem ist dann Volt? Die Poulette. Welcher Obelisk ist denn gegenüber vom Roten? Heilige Scheiße. Blau oder grün? Klippe. Da ist doch der eine links, Berg, oder? Links oder nicht? Blauen müsste laufen, wenn du von hier geradeaus guckst. Ja, geht doch... nur nicht direkt darunter, das ist voll die Klippe, ne? Ja, ich seh's. Boah, Alter, das waren voll die Türken, Mann. Fuck offline Raid Pussy, Alter, hab ich auch noch nicht gehört. Wir wussten, dass die anderen kommen. Ja, wir sind Tyrannen, Tyrannen anscheinend. Wusstet ihr das? Die sind wahrscheinlich auch richtig angepisst, weil ich meine, so ein 142er Saber tut, das tut schon weh. Ja, die tun jetzt auch cool. Heißt, ich brauche unbedingt Slammen. Habe ich den denn nicht? Da ich alles aus dem Maul. Also haben wir jetzt zwei T-Rexe verloren. Also. Laufe ich noch richtig? Ah, ich sehe dich gerade gar nicht. Sehe ich dich auch nicht. Ich bin noch an der Küste, ne? Ach da! Ja. Oh man. Was für die Wände stehen wieder. Oh, ich schwöre bei Gott, ich hoffe, dass die uns angreifen und so. Mit einer schönen fetten Armee, Alter. Sollen sie mal kommen? Ich will mal so richtig gewittern. Weil es kann ja nicht sein, dass zwei Tribes hier bei uns den ganzen Server regieren, weißt du, es gibt. Hatten was wir Frieden, er hat mich geschützt, Dun fängt Beef an. Was ist das denn? Woanders, Little Baby. Na, echt? Also... Bock wie ein Panne. Alles klar. Alle, wir haben uns alles selber aufgebaut. Jeder meint im echten Leben. Ah ja. Ah ja. Ja, aber wenn die Kantos jetzt auch gegen uns sind, das ist dann schon... Ja, aber ich glaube nicht, dass die... Was denn hier? Schlecht. Ja, ich meine ja, unsere Base ist ja ziemlich heftig. Wir können halt nichts mehr wirklich raiden. Was ist das denn da für eine Base hinter uns? Ist ziemlich hässlich. Kantos. Okay. Oh, dann sind Türme drauf. An der Kantos Base. Jetzt schon schnell weg. Denke ich mal, dass ihr da Kacke. Seid. Bin ich eben auch vorbeigeflogen. Die haben da sogar einen Damm. Ja, ich muss mal neu ausrüsten. Da sind zwei Türme drauf. Lauf. Boah, sieht das behindert aus. In welche Richtung? Links oder rechts? Ich weiß. Wo müssen wir von der Base hin? Das ist die Metal Base, Niklas, die auch aus Rom mit Behemoth ist. Ja, ja, weiß ich eben auch schon. Die silberne. Links oder rechts davon? Gerade vorbei. Ja, komm, lass hier lang. Haben wir noch irgendwo Flak? Den muss ich reparieren. Ich kann den Duden um die Ohren. Guck mal in den ersten und den zweiten Wolf. Die scheiß Kantos nicht gekommen wären, ganz ehrlich. Was habt ihr denn helfen? Ist das unten auch noch mal Kantos? Was unten? Da war eine grüne Base, ein roter Base, Damm, ne? Und eine riesige, oder sprich ja, eine Stadt. Aber nicht von den Kantos. Ich kann meinen Fernlass ja leider nicht benutzen. Ja, einfach nur weg. Ich will wieder nach Hause. Ja, aber wir sind noch Waffen, Mann. Das ist einfach ich habe eine Asche. Vorsicht, Clip. Ey, das ist ein Witz, oder? Oh Gottchen. Oh. Oh, ich bin am Speer. Keine Ahnung.
Oh mein Gott, Alter. Es waren schon extrem viele Viecher, die hatten. Ja. Allein die Dodos, oder sprich die Dodos, müssen mindestens 20 Stunden gekostet haben. Ja, weil die sind halt schon Ewigkeiten auf dem scheiß Server und keiner greift die halt an, weißt du, die werden dann immer größer, 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 größer. Wir brauchen einen Rocket Launcher, ohne Spaß. Dann fetzen wir die ganzen kleinen Viecher nein, weg. Nein, der macht nicht so viel Schaden. Gegen Dinos schon. Der macht ja nur gegen Gebäude wenig Schaden, gegen Dinos macht er viel Schaden. Oh Gott, das ist der Grüne. Aber allein schon der Fakt, dass 20 Dinos auf einmal durch die Luft fliegen, muss die doch einschüchtern. Pong. Ja? Das ist der grüne Obelisk, glaube ich, oder? Kommt doch bitte einmal nach Hause. Das ist links vom Grün müsst ihr laufen. Total verplant, das bräuchte jetzt alles. Lass einfach hier rüberlaufen. Ja, ich hab Spyglas noch keine Ahnung. Was ist das? Keine Ahnung. Grün. Scheiß Wichser. Vor allem, der hat mich gegrabt. Ich weiß, da muss ich genau, sie sterben. Ich habe die ganze Zeit Granaten geworfen irgendwo hin. Wie so ein Spasti. Und habe ich versucht, die auf die T-Rexe zu werfen. Richtiger Japan. Dass die jetzt so wenig wie möglich kriegen, weil ich eh wusste, dass ich sterbe. Das ist... Allein von der Kartenposition her kann das gar nicht funktionieren, dass das der ist, den wir suchen. Alter, ich bin jetzt mit euch einmal fast um die Insel gelaufen. Gut, aber bevor wir nachher auf dem direkten Weg gehen, geht halt gar nicht. Ja. Oh mein Gott, ich hab aber keinen Bock mehr, was zu zählen, ganz ehrlich. Hä? Wo seid ihr? Oder sprich, bist du? Hier. Da. Bist auch gestorben eigentlich gerade? Ja. Nein. Ich durfte den T-Rex begrüßen. Der Kahn ist lang. Fleisch. Wer hat gespottet, wo wir sind? Wir dürfen bloß nicht die Motivation verlieren, wir müssen den weiter verarschen. Ja, hätte ich den Typen nicht gedroppt, den einen, dann wäre das anders ausgegangen. Sie werden nur so oder so hätten nichts gefunden. Ja. Keine Ahnung, muss ja mal Waterskins kaufen. Ich weiß gar nicht, was wir alles von denen getötet haben. Ja, haben wir wirklich? Schon ordentlich getötet. Also wir haben richtig viel Kleinvieh und Sabertooth haben wir richtig viel. Okay, ja, das weiß ich noch. Ich habe ein Kylosonnenlage Tavisöl. Und der eine Rex hat von denen, ne? Aber als ob die direkt da stehen und alle direkt onkommen, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, die haben das entweder haben die das vorher schon gesehen oder halt. Weil der Dings von Axis meinte, dass bei den Imperium einer Admin ist. Deswegen wechseln die den Server und das hat er irgendwo auf Wikipedia oder keine Ahnung gelesen. Oder nicht Wikipedia, irgendwie, weiß ich nicht wo. Das war da ein Admin und die... Ja, das kann nicht sein. Wir hätten auch eigentlich gestern schon angreifen können nochmal, weißt du? Alter. Ja, aber Sascha, die Wachten haben immer wahrscheinlich welche aus Amerika und so, die dann wachten, immer wenn die anderen nicht da sind. Und wenn dann irgendwas passiert, dann callen die die, weil die so No-Läufer sind und um 3 Uhr morgens wahrscheinlich auch noch aufstehen. Ja, ich sag's mal so, wenn die jetzt sich verbünden, also fokussieren, dann wird das schwierig. Jo. Ich hole meinen. Den kann ich mir einfach haben. Ich habe auch schon von Clans gelesen, wo du mindestens 4 Stunden am Tag spielen musst. Krass. Na gut, krieg ich hin. Ja, kriegen wir alle, aber du musst, sonst fliegst du. Das finde ich jetzt mal heftig. Ich spiele auch gerne mal meine 10 Stunden am Stück, aber nicht jeden Tag. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich mir auch. Ich fand das schon Skantus dann auch bekommen. Vor allem, dass die dann direkt parat stehen. Aber die können überhaupt nicht mit Dinos umgehen. Das hat mir dann daran erkannt, dass sie so ein Ding im Himmelsfahrkommando zu uns geschickt haben. Was ist das? Alter, what the fuck? Aber die wurde schon mal geradet. Ja? Ja. Ah, okay, gut. So, wo ist der blaue? Da hinten. Links! Ja, das ist auf jeden Fall. Einfach gerade, dass sie hier durchschwimmen und dann... Da ist nämlich auch der Eisenberg, ich sehe den. Ich muss aber aufs Stamina warten, das ist nicht. So episch bin ich. Oh, Klippe. Ich glaube, wir müssen da links runter. Wenn das Wasser tief genug ist, nicht. Ja, für mich unruhig. Ja, mit denen legt sich halt auch sonst keine Ahnung.
Ja, das ist das Problem. Ich mal überlegen, ja, ich wenn jetzt ein Vibe rauskommt. Was ist das denn? Ja? Und wir dann von neu starten müssen, dann hätten wir überhaupt keine Chance. Weißt du, wie schnell wir die Base hochgezogen haben über uns? Ja, die checken es halt nicht, dass die schon seit 2 Monaten drauf sind. Wir sind eineinhalb Wochen nicht drauf und sind schon tausendmal besser. Rechts kann man gut rum. Da gibt es einen Weg runter, da kann man rüber schon. Niklas, kannst du mir mal Waterskins geben, craften? Ich hab die nicht erforscht. Haben wir noch Muni irgendwo? Ich glaube nicht, oder? Oben, ach, dann schon. Ja. Hinter diesem Schiff. Ja. Zwei brauche ich. Ach so, du gehst da hinten lang. Ja, ich ist einfacher, oder nicht? Ja, ich brauche gar nicht durchfahren. Hier kann ich ganz gut schön überlaufen. Also machen wir T-Rex oder was? Jetzt müssen wir mal ein paar Schüsse oben. Was meinst du oben? Du brauchst noch Munition, ne? Ja. Ja. Verdammt. Ich war gerade die ganze Zeit oben. Ja, wo bist du jetzt hin? Ich bin... Moment. Ich bin da am Rand jetzt. Also auf der anderen Seite am Rand, laufe ich gerade entlang. Ach da. Bin hier hinter den Steinen. Ach so. Aber ganz ehrlich, als ob der Typ jetzt mit gerade in dem Moment mit dem Greifen da lang fliegt. Ja, lass sie einfach gerade laufen, oder? Beim woher wollen die wissen, fuck, wir brauchen das mal ernst. Hier unten. Tut mal die ganzen rechts Granaten in den Volt rein. Nein. Oben, ganz oben im Schrank ist noch einer. Ja, wir müssen gerade auslaufen. Ups. Ich sehe schon wieder nichts. Jetzt sehe ich wieder. Laufe ich richtig? Ich laufe parallel. Warte. Ja. Da. Na gut Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, das war jetzt ja nicht so erfolgreich. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt, weil wenn wir jetzt Imperium und Kantos gegen uns haben, dann ist das schon kritisch. Aber wir werden sehen. Also dann, ciao, ciao.